Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 7 und zwar für die Handelstage vom 11.02. bis 15.02.2019. Mein Name ist Markus Klebe, wir sind auf dem Kanal von JFD Brokers und wir wollen uns hier in dieser Trading-Wochenanalyse den Märkten DAX, Euro, US-Dollar, Gold und S&P widmen, wollen ein wenig auch das große Bild, das Big Picture uns anschauen, wo sind wichtige Widerstände, Unterstützungen, Kerntendenzen aus der vergangenen Woche, aus den vergangenen Wochen, was könnte hier gegebenenfalls in der kommenden Woche eintreten. Ein wenig auch die Vorbereitung meinerseits, die ich jedes Wochenende mache, für die komplette Handelswoche. Wo sind wichtige Widerstände und Unterstützung etc. und wollen das hier zusammen festlegen. Erstmal vielen Dank, dass ihr natürlich so zahlreich zum einen dieses Video hier immer schaut, diese Trading-Wochenanalyse und dass ihr dann natürlich auch dem Video immer einen Daumen hoch gebt. Ich bin euch nach wie vor des Dank verpflichtet, wenn ihr das natürlich auch mit dieser Analyse wieder macht. Also wenn euch das Ganze hier gefällt, gebt der Analyse auf YouTube einen Daumen nach oben. Zusätzlich der Hinweis hier unter dem Video, so ich scroll mal kurz nach unten, wie gewohnt, die Märkte aufgelistet und dahinter dann entsprechend eine Zeitangabe. Der DAX natürlich nicht, weil mit dem starte ich ja jetzt hier gleich durch. Danach S&P, danach Euro und danach das Gold. Dahinter dann immer eine Zeitangabe. Und ihr könnt dann hier mit dem Klick auf diese entsprechende Zeitangabe direkt im Video zu der Analyse des jeweiligen Marktes springen. Also wenn ihr euch zum Beispiel nur die Euro-US-Dollar-Analyse oder nur die Gold-Analyse anhören wollt, dann klickt gerne auf die Uhrzeit dahinter oder auf die Zeitangabe und ihr landet im Video direkt bei dieser Analyse entsprechend. Wir starten erstmal mit dem Risiko. Was lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantworten. Bekommen. Und wir switchen, bevor wir mit dem DAX jetzt starten, ganz kurz nochmal auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Da kommt wie auch in dieser Handelswoche nicht ganz so viel raus, was hier gegebenenfalls erstmal Schwung in die Märkte bringt. Das ist ja nach wie vor eben meine Intention, wenn ich mir den Wirtschaftszahlenkalender anschaue, dann filter ich das für mich wirklich nur nach Ereignissen raus, die eventuell ad hoc, also zu dem Ereignis hier gegebenenfalls Bewegung auf die Märkte bringen können. Und da kommt nicht ganz so viel. Wir müssen hier am Dienstag mal ein wenig darauf schauen, diese zwei Zeitangaben, Fed, Powell, Rede. Das ist natürlich wichtig, alles was aktuell mit der Fed zusammenhängt. Statements, Stichwort etwas defensivere Zinspolitik und so weiter, mehr Flexibilität, was ja dort angedacht ist von der Fed, ein wenig die Veränderung zu noch der Ansicht des vergangenen Jahres hier der Fed, also das ist schon nicht so unwichtig, was hier auch teilweise zwischen den Zeilen gesagt wird und das könnte zu Bewegung führen, ansonsten dann am Mittwoch um 14.30 Uhr hier zweimal Verbraucherpreisindex aus den USA, ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht so kriegsentscheidend gewesen. Nichtsdestotrotz Mittwoch 14.30 Uhr. Das ist nicht ganz so unwichtig. Dann am Donnerstag um 11 Uhr aus der Eurozone Bruttoinlandsprodukt sehe ich jetzt nicht ganz so, aber trotzdem hier eben auch die Augen drauf halten. 14.30 Uhr aus Amerika Einzelhandelsumsätze bzw. Controlling des Einzelhandels und am Freitag dann nochmal der Uni Michigan das Verbrauchervertrauen. Das sind jetzt alles nicht die extremen Wirtschaftskennzahlen, von daher können wir das jetzt auch abschließen. Diese entsprechenden Uhrzeiten, die sollte man sich markieren, die sollte man sich gegebenenfalls per Alarm in das Chartprogramm einbauen oder hier in den MetaTrader einbauen bzw. vielleicht eben auch im Handy oder irgendwie, dass man zu den Zeiten mal kurz dran denkt, okay, jetzt kommt hier in den nächsten Minuten was, mal ein bisschen vorsichtig ist und meistens passiert gar nicht viel und dann kann man Business as usual weitermachen nach dieser entsprechenden Uhrzeit. Wir starten mit dem Blick auf den DAX und der ist ja erstmal noch mit dem Trend gelaufen diese Woche. Also er ist ja mit dem Gedanken, den wir hatten hier diesen richtungsentscheidenden Bereich, erstmal um die Marke in etwa 150, 160 gleich gelassen, wie auch in der vorletzten Handelswoche, da wir dort
dort ja wirklich mehr oder weniger seitwärts tendierend waren. Vorletzte Handelswoche hatten wir den Donnerstag, der hier mal so ein wenig den Ausreißer von der Volatilität gezeigt hatte. Da ging es ja dann erstmal kurz etwas steiler nach oben, dann wieder etwas steiler nach unten, um dann wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Das war hier ein Handelstag, vorletzte Handelswoche. Und ich hatte dann schon gesagt, es ist schon denkbar, dass der Markt eben zum einen wieder ein bisschen mehr Volatilität zeigt und das idealerweise erstmal auf der Long-Seite oberhalb von 150, 160. Wir sind dann zum Anfang der Handelswoche hier mal ganz kurz schon mal im südlichen Terrain gewesen, haben hier mal ganz kurz die Abwärtsseite im Prinzip aufgerollt. Das bot eben teilweise recht gute Ideen und recht gute Setups auf der Long-Seite und dann kam erstmal hier das Momentum auf der Aufwärtsseite. Wir haben den Zielbereich, den ich erstmal so angepeilt hatte, zwischendurch kam 350 und dann eben 420. Wir haben die 350 hier angelaufen, aber den Kernzielbereich 420 hat der Markt dann nicht ganz geschafft. Wir hatten dann hier erstmal am Mittwoch war das, glaube ich, das war Montag, Dienstag, genau, am Mittwoch kam hier dann so ein bisschen Schwäche rein und dann bot sich hier wirklich ein Szenario, wo man eben drauf schauen konnte, wenn der Markt hier etwas Schwäche zeigt, dass sich gegebenenfalls auch diese ganze Geschichte dann erstmal etwas entladen kann. Mein Zielbereich auf der Unterseite war dann erstmal so 200, 220 und dann zeigte sich relativ zügig, dass hier weiter Schwäche reinkommt und auch am Freitag hatten wir dann erstmal primär weiter die Abwärtsseite vorsichtig auf dem Schirm, weil sich hier eben auch diverse Vorzeichen zeigten, dass es hier erstmal nicht zu einer Erholung kommt. Und auch die US-Märkte haben ja erstmal dann nochmal leicht abgegeben, um dann zum Handelsschluss, wo der DAX dann eben auch seinen Schlusskurs im Bereich 950 fand, zum Handelsschluss sind die US-Märkte, schauen wir ja gleich drauf, dann nochmal wieder etwas stärker geworden und vor allem oberhalb der S&P 500, oberhalb eines wichtigen Bereiches. Und das schauen wir uns ja gleich an. Aber der DAX ist angezählt. Das muss man rein charttechnisch natürlich ganz klar jetzt hier so sagen. Wir haben diese saubere Sequenz, die wir seit Ende letzten Jahres hier aufgebaut haben. Ich habe das jetzt hier nochmal eingezeichnet. Das hier ist der Eröffnungskurs diesen Jahres und hier unten ist der Schlusskurs des Eröffnungs, des Jahres 2018. Also dieser Bereich hier unten, ja, diese Zone ist eben der Unterschied zwischen Schlusskurs und Eröffnungskurs. Und wenn wir jetzt mal den Eröffnungskurs des Jahres hier so ein wenig rüberziehen, ja, beziehungsweise dann auch den Schlusskurs des vergangenen Jahres, das sind natürlich beides sehr markante Punkte, die zwar jetzt im Chart nicht ganz so stark auffallen. Wir haben zwar hier in diesem Bereich schon mal so ein bisschen Widerstand und Unterstützung gesehen, ja, und auch wenn man diesen Bereich hier vielleicht so ein Stück nach drüben zieht, vielleicht findet man da in der Vergangenheit auch Widerstand und Unterstützung. Aber das ist natürlich rein aufgrund dessen, dass es ein wichtiger Schlusskurs ist und ein wichtiger Eröffnungskurs, natürlich ein Niveau, was zum einen auch ganz gerne angelaufen werden könnte oder aber auch dann entsprechend situativ für Unterstützung sorgen kann. Dann natürlich erstmal im Abwärtstrend, bedeutet nicht gleich, dass wir hier gleich den riesen Rebound wieder zurücksehen. Ja, das muss jetzt hier definitiv an dieser Stelle nicht eintreten. Aber was natürlich jetzt hier interessant ist, ist, dass man weiß, diese Bereiche kommen. Diese Bereiche kann man sich ganz einfach ablesen und es sind hier neben den klassischen Unterstützungen, die wir eh schon im Markt drin haben, diese Schiebezone, wo wir uns aktuell drin befinden, werden wir uns gleich anschauen, das sind natürlich auch Unterstützungen, aber dann kommt eben wirklich die realistische Möglichkeit, ich meine, wir sind unter 11.000, das war ja lange Zeit jetzt in den letzten Wochen schon so ein wichtiger Bereich, so ein wichtiges Unterstützungsniveau, das hat der Markt jetzt sauber nach unten durchstoßen. Und somit müssen wir jetzt gleich uns überlegen, welcher Bereich sollte jetzt für die kommende Handelswoche wichtig sein, unterhalb dem man sagen kann, okay, das Bild scheint sich erstmal gegebenenfalls weiter auf der Abwärtsseite zu entwickeln, in entsprechend wichtige Unterstützungsniveaus als Ziel. Oder aber wir kommen zurück in das Long-Bild, wir folgen eventuell auch den aktuell wenigstens charttechnisch noch starken US-Märkten dann doch wieder auf der Long-Seite und dieser Ausrutscher jetzt hier in der vergangenen Handelswoche war erstmal nur eine etwas größere Übertreibung auf der Abwärtsseite. Ein paar Leute haben hier Gewinnmitnahmen erstmal mitgenommen und es kann natürlich sein, dass wir dann eben auch uns wieder hier grundsätzlich gen Norden bewegen und erneut in Richtung der wichtigsten Widerstände, die wir hier in den vergangenen Wochen hatten, dann im Prinzip sauber wieder laufen und gegebenenfalls dann sogar die Bewegungshochs des Jahres und in dem Fall dann die Bewegungshochs der Vorwoche dann auch wieder anlaufen. Es kann natürlich beides passieren und ganz wichtig ist eben auch gleich nochmal sich die US-Marktanalyse hier anzuhören, denn aktuell ist das natürlich sehr, sehr wichtig und vor allem ist es wie in dem vergangenen Jahr
Jahr schon mal, hatten wir das eine gewisse Zeit, dass wirklich merkliche negative Korrelation stattfindet. Der US-Markt ist nach wie vor übergeordnet sehr, sehr stark im Verhältnis zu den europäischen Märkten, beziehungsweise in dem Fall hier auch gegenüber dem DAX. Aber wir haben eben auch gerade in der vergangenen Handelswoche, gerade der Donnerstag, der schwache Tag im DAX, der war zwar auch in den US-Märkten schwach, aber mit Abstand charttechnisch nicht so schwach, wie es der DAX gezeigt hat. Sprich, es ist durchaus denkbar, dass wir immer wieder auch nochmal Reisen auf der Abwärtsseite sehen, die denn zwar irgendwie auch leichte Schwäche in den US-Märkten bedeutet, aber nicht so eine Momentumbewegung, die teilweise hier wirklich im DAX oder gerade am Donnerstag ja dann aufgekommen sind. Und jetzt werden wir hier mal das Bild für die kommende Woche einzeichnen. Ihr seht hier noch so ein paar farbige Linien. Diejenigen, die in den Livestreams nicht mit dabei sind, die wissen das vielleicht nicht, was das bedeutet. Das sind hier teilweise Schlusskurse, in dem Fall jetzt hier noch vom Donnerstag, beziehungsweise der Eröffnungskursbereich vom Freitag. Und zusätzlich kommt hier der Bereich 11.044. Das ist ein wichtiges Niveau, mit dem wir eben schon sehr, sehr häufig gearbeitet haben, hier in der CFD-Indikation. Ja, wer Futures beachtet, der wird hier eben etwas andere Bereiche sehen, weil der sich ja so ein bisschen unterscheidet. Aber schaut mal, hier hat der Markt exakt diesen Bereich getestet und dann sind wir hier durchgelaufen, hatten in dieser Abwärtsbewegung mal kurz Unterstützung, haben dann von der Unterseite nochmal exakt diesen Bereich getestet, um dann eben auf der Abwärtsseite durchzulaufen. Und der untere Bereich, der Eröffnungskurs von Freitag, ist ganz knapp oberhalb von 11.000. Somit haben wir schon den richtungsentscheidenden Bereich für die kommende Woche quasi festgelegt. Und zwar ist es die Zone zwischen 11.000 und in etwa 11.040. Und das zeichne ich jetzt mal ein. Und solange der Markt, ja, wir hatten hier diesen Bereich ja auch schon mal in der Vergangenheit als wichtig und natürlich eben diesen 11.044er Bereich und so weiter, solange der Markt jetzt unterhalb dieses Bereiches bleibt, bin ich für den DAX, und man muss das, wie gesagt, aktuell so ein bisschen gesondert sehen, bin ich rein für den DAX, ohne andere Märkte zu beachten, erstmal weiterhin abwärts tendierend eingestellt. Also, Erholungstendenzen, das ist der prozyklische Gedanke immer. Erholungstendenzen sind natürlich ideal, um hier erstmal noch wieder die Abwärtsseite einzugehen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, wir haben hier exakt die Mitte aus dieser Schiebezone in der vergangenen Handelswoche getestet. Wir bekommen hier unten dann nochmal einen leichten unterstützenden Charakter aus der Vergangenheit und dann geht es, denke ich, relativ zügig in den Bereich des Schlusskurses. Sie haben somit hier mehr oder weniger 3 bzw. 4 Bereiche, die eben sukzessive durchaus auf der Abwärtsseite angelaufen werden können. Ja? Und wenn man dies jetzt hier als grobe Orientierung nutzt, mit den Schwüngen auf der Abwärtsseite, mit den Erholungen, mit den Schwüngen auf der Abwärtsseite, manchmal zieht das natürlich auch ein bisschen stärker nach oben an, aber grundsätzlich ist hier mein Fokus, dass ich eben erstmal hier unten auf die Abwärtsseite setze und es nicht auszuschließen ist, dass wir wenigstens erstmal, das wäre so das erste gesetzte Ziel, was ich mir anschaue, wenn es natürlich hier, wie vergangenes Jahr, so stark auf der Abwärtsseite läuft, also dass jetzt hier wirklich immer wieder Momentum aufkommt, schaut euch diese Bewegung hier, diese große Bewegung an, mehrere Tage, wo wirklich Momentum stattfindet, wenn das hier in dieser Amplitude auch hier stattfindet, dann kommt hier eine leichte vielleicht Erholung, die jetzt schon vielleicht fertig ist, und dann kommt die nächste Momentumbewegung, dann sind wir vielleicht relativ zügig innerhalb von Montag oder Dienstag schon in diesem Unterstützungsbereich, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, auch dann in den Livestreams nochmal, wo sind dann die tieferen Unterstützungen, aber erstmal mit dem Blick auf die vergangenen Schwankungen, mit dem Blick auf die doch noch halbwegs starken US-Märkte, würde ich erstmal den Bereich um die Marke in etwa so 700, 680 als ein Wochenziel anpeilen, als Unterstützungen die entsprechenden Bereiche, um hier unterhalb des richtungsentscheidenden Bereiches, und das zeichne ich jetzt dann doch nochmal ein, das waren ein bisschen zu viel Pfeile, dass wir hier sagen, Moment, unterhalb dieses Bereiches wollen wir shorten und dann eben die Gedanken oberhalb dieses Bereiches, wenn wir dann doch wieder stark werden, wenn wir diesen wichtigen Bereich nach oben durchstoßen, dann sind wir hier auch in etwa so Pi mal Daumen, wenn man jetzt mit Fibonacci Retracements arbeitet, denke ich, wird hier in dem Bereich um die Marke 11.000, 11.040 auch so das 38,2er Retracement Level liegen. Wir ziehen das abschließend dann gleich nochmal rein, bevor wir zum S&P gehen. Also oberhalb dieses Bereiches ist es dann denkbar, dass wir natürlich uns hier dann anfangen, doch wieder genau
Norden zu bewegen. In Abhängigkeit dann auch, wenn die US-Märkte extrem stark wieder sind, denke ich, wird sich der DAX hier auch nicht großartig sträuben können und wir bekommen dann vielleicht hier wieder Möglichkeiten zum Kauf und wir erobern erstmal diesen Bereich um die Marke 200, 220 zurück. Der war nicht ganz so unwichtig und dann kommen hier oben diese Bereiche um die Marke 250 und so weiter. Dann kommen diese ganzen Bereiche aus den Vorwochen natürlich wieder zum Tragen auf der Aufwärtsseite. Sie waren in der Vergangenheit wichtig, sie werden in Zukunft wichtig sein. Und dann ist hier der Fokus natürlich wieder kernmäßig, vorrangig auf der Aufwärtsseite zu suchen. Das sind die prozyklischen Gedanken. Und dann machen wir ja schon im Livestream auch immer mal, ne, das sind jetzt die Gedanken auf der Abwärtsseite, im Livestream gehen wir dann schon durchaus auch immer mal an diese Punkte heran, wenn wir markante, wichtige Bereiche, je nach Uhrzeit, das spielen dann immer eine ganze Menge Dinge nochmal eine Rolle, dass wir dann auch sagen, okay, der Markt, der fängt sich jetzt hier irgendwo, wir setzen dann im Livestream auch mal antizyklisch mal hier gegen diese Abwärtsbewegung auf der Aufwärtsseite, weil dann vielleicht ein kompletter Tag mal erholenden Charakter sich eben vollzieht. Bedeutet nicht, dass wir unten hier nur shorten und oben nur long gehen, aber das sind die prozyklischen Gedanken, die Gedanken, wenn man wirklich mit dem Trend, den ich jetzt erstmal so annehme, handeln möchte und somit, wer das auch macht, wer defensiv agiert, der sollte sich dann primär oberhalb von in etwa 11.044 die Long-Seite schnappen und unterhalb dann die Short-Seite mit den entsprechenden Zielen. Und abschließend ziehen wir jetzt nochmal ganz kurz das Fibonacci-Retracement hier rein, das Hoch, ja, und das Tief hier dieser Bewegung. Und dann sehen wir, dass hier diese Erholung einen Hauch höher als der 44er Bereich hier ist. Ja, dieses 38, Retracement Level hier, das liegt hier, ja, zu dieser aktuellen Abwärtsbewegung. Also diese Erholung, die kann hier im Prinzip für die Abwärtsseite noch gelten. Und solange wir dann eben, wenn wir dann oberhalb dieses Bereiches, wenn wir oberhalb diesen Bereiches laufen, dann denke ich, kann es hier erstmal wieder etwas stärker auf der Long-Seite laufen. Wir switchen auf den US-Markt. Und wenn wir uns das Bild hier anschauen, dann ist das ein komplett anderes charttechnisches Bild, als wir es im DAX sehen. Obwohl wir doch wissen, die Indizes laufen ja eigentlich positiv korrelierend. Was da bedeutet, wenn irgendwie die US-Märkte hochgehen, dann geht in der Regel ja auch der DAX hoch. Beziehungsweise umgedreht, wenn der DAX hochgeht, gehen die US-Märkte hoch. So kennen wir es ja grob. Und dann haben wir allerdings auch schon vergangenes Jahr Phasen gehabt, wo sich diese Korrelation teilweise komplett aufhebt, zwar dann immer nur so kurzfristiger Natur, aber teilweise insofern im Prinzip aufhebt, wenn die US-Märkte steigen, dann tanzt der DAX teilweise auf der Stelle, läuft seitwärts und wenn die US-Märkte dann abgeben, dann gibt der DAX überproportional ab, was in Summe dazu führt, ja, so eine Abwärtsbewegung hat ja hier in den US-Märkten auch stattgefunden, aber charttechnisch, das hat man besprochen, ist das alles noch im grünen Bereich, ja, so eine Abwärtsbewegung hatten wir in den letzten Aufwärtsphasen hier des Öfteren schon mal, ja, und die wichtigsten, markanten charttechnischen Punkte werden hier ja gar nicht touchiert. Das ist weiterhin eine saubere Aufwärtsbewegung, die hier stattfindet. Ja, wir sind jetzt hier so ein bisschen konsolidierend, charttechnisch völlig sauber. Und vor allem sind wir am Freitag dann schon wieder über diesen für Freitag für uns wichtigen Bereich. Wir wählen ja nicht nur für die Woche richtungsentscheidende Bereiche, sondern wir machen das ja auch, oder ich mache das ja dann auch täglich, passe das natürlich an. Da war 2700 interessant. Unterhalb von 2700 waren hier Chancen, schöne Chancen auf der Abwärtsseite. Und dann fand der Markt hier in diesem Unterstützungsniveau wirklich Unterstützung. Er kam nicht weiter nach unten, fing dann an, eine Sequenz steigender, hochsteigender Tiefs auszubauen auf kleineren Zeiteinheiten und viel wichtiger jetzt eben für uns heute, der Markt ist dann oberhalb von 2700 hier zum Freitagsschlusskurs zum Erliegen gekommen. Und somit haben wir nahe des aktuellen Schlusskurses auch für die komplette kommende Handelswoche hier den richtungsentscheidenden Bereich. Der ist in der Nähe und der ist jetzt hier die Marke in etwa oder die Zone um die Marke von 2700. Denn hier müssen wir so ein bisschen enger werden. Ja? Dieser Bereich ist das hier. Ja? Wenn wir jetzt uns weiterhin oberhalb etablieren können, bedeutet das ähnlich wie im DAX, wobei der muss dann erstmal noch ein Stückchen steigen. Ja? Dann würde das aber hier bedeuten, Moment, das sollten jetzt Pfeile werden, dass der S&P sich jetzt hier wirklich nur in einer Konsolidierung, ja, befunden hat, ähnlich wie hier. Ja, ähnlich wie hier. Und jetzt eben anfängt hier wieder zu steigen, weiter zu steigen und dann in einer Amplitude steigender Hochs und steigender Tiefs sich gegebenenfalls weiter gen Norden bewegt. Natürlich als ein realistisches Ziel die Bewegungshochs um die Marke 2737 in der CFD-Indikation hier von JFD Brokers und dann entsprechend natürlich weiterführend auf der Aufwärtsseite, denn das Letzte,
Hoch, was wir im Prinzip ausgebaut hatten, wenn man mal hier aus der Vergangenheit schaut und dieses Hoch sich annimmt, ja, dann kam die Reise hier auf der Nordseite relativ eindeutig. Und auch der Bruch über dieses Hoch hier, ja, dieser war auch relativ eindeutig. Also hier, dass wirklich, wenn neue Hochs ausgebaut sind, anders wie im DAX, wenn wir ein neues Bewegungshoch ausgebaut haben, wurde das nahezu relativ zügig wieder abverkauft. Hier ist das erstmal nicht so. Die US-Märkte bauen die Hochs sauber aus, zumindest hier der S&P. Jetzt sind wir in einer Konsolidierung. Das bedeutet natürlich, auch wenn wir hier neue Hochs wieder in den Bereich dieser Bewegungshochs hier kommen, dass natürlich diese dann auch wieder sauber ausgebaut werden können. Und da können wir gleich nochmal schauen, wo dann die nächsten Bereiche auf der Aufwärtsseite kommen. Aber das ist hier dann natürlich nicht unrealistisch. Sollten wir jedoch unterhalb von 2700 laufen, dann haben wir diverse wichtige Bereiche. Und zwar ist es zum einen natürlich hier nochmal das Anlaufen dieses Unterstützungsniveaus um die Marke 2677. Das wäre jetzt nicht so weit, wenn wir hier unterhalb der 2700 rangieren. Dann kommt als nächstes hier dieses kernunterstützende Niveau um die Marke 2669, 2670. Ja, das ist auch nochmal ein interessanter Bereich. Und dann eigentlich ein Stück weit tiefer hier, als die Unterstützung, die bei 60 dort drin läuft, dass der Markt hier dieses Unterstützungsniveau, was wir hier mal so ausgebaut haben, diese Zone, ja, gepaart mit diesem eh schon mal wichtigen Bereich, den wir hier drin liegen hatten, dass der Markt eben dann wirklich in diesen Bereichen nochmal fallen kann. Das müssen wir dann eben uns nochmal anschauen, je nachdem, und das ist eben vorher immer das Schwierige. Wir müssen mal schauen, in der Regel ist es so, dass Abwärtsbewegungen schneller vonstatten gehen als Aufwärtsbewegungen. Das ist einfach in der Natur der Sache eines Charts, das ist so. Da müssen wir mal schauen, es kann natürlich sein, wenn sich jetzt doch die US-Märkte gegen die Aufwärtsseite entscheiden, von der ich aktuell erstmal einen Hauch mehr überzeugt bin, auch weil der Schlusskurs wieder oberhalb von 2700 liegt. Aber ich muss mich natürlich ganz, ganz schnell auch eines Besseren belehren lassen, wenn das eben nicht der Fall ist. Dann kann es sein, dass auch die US-Märkte Momentum nach unten aufbauen, dass sich diese aktuelle Aufwärtstendenz, und dafür schieben wir den Markt jetzt nochmal so ein Stück weit zusammen, dass sich diese lange, extrem lange Reise teilweise jetzt hier auf der Aufwärtsseite vom Ende letzten Jahres, das sind im S&P aktuell aus dem Bereich 2300, was war es hier, 20 in etwa, ja, in den Bereich 2730, 400 S&P-Punkte, das ist eine extreme Reise, eine wirklich extreme Reise. Wir hatten zwar zwischendurch immer schon mal so leichte Abgaben hier drin, ja, die man dann auch schon interessant auf der Abwärtsseite handeln konnte. Ja, das war dann schon nicht ganz so uninteressant. Wir sind jetzt auch in einer Phase der Abwärtsbewegung und das ist hier der Bereich so, wo der Markt sich wirklich ohne Probleme erstmal abwärts hinbewegen kann, um dann aus diesem Bereich hier wieder die Aufwärtsseite zu finden. Bedeutet, dass wir hier unterhalb dieser 2700 erstmal nochmal hier unten so ein paar Chancen vielleicht auf der Abwärtsseite bekommen und dann in diesen Unterstützungsniveaus aber auch immer schon mal schauen, vielleicht kriegt man dann hier nochmal Möglichkeiten des Longs. So richtig gefährlich für die US-Märkte wird es dann, wenn wir diese zwei Hochpunkte hier, diese charttechnischen Hochpunkte, dann nach unten anfangen zu durchschreiten, weil dann kann sich auch übergeordnet durchaus mal eine größere Konsolidierung zeigen. Schauen wir uns das mal im vergangenen Jahr an. Ja, wenn hier eben Konsolidierungen, Abwärtsbewegungen eintraten, dann waren die auch teilweise nicht ganz so unerheblich. Ja, das sind so die Kernbewegungen aus dem vergangenen Jahr. Also wir sind ja schon relativ negativ hier des Öfteren oder hauptsächlich gelaufen. Und warum nicht, gerade nach dieser starken Aufwärtsbewegung, dass wir übergeordnet dann auch mal natürlich auch irgendwann mal wieder eine Konsolidierungsphase bekommen. Beides möglich und wir müssen uns beiden Szenarien anpassen und das hatten wir ja eben gerade auf dem kleinen Bild gemacht. 2700 als richtungsentscheidend, oberhalb dessen kann es sein, dass diese lange Aufwärtsphase natürlich erstmal noch ein Stück weit weitergeht und dann eben auf der Unterseite gegebenenfalls doch mal eine Konsolidierung eintrifft. Und dieser Gedanke wird uns helfen, zum einen dann auch die entsprechenden Szenarien im DAX festzulegen oder beziehungsweise dann eben auch Handelsentscheidungen im DAX zu treffen, um auch immer mal auf die US-Märkte zu blicken, beziehungsweise natürlich dann hier Entscheidungen im S&P beziehungsweise im Dow Jones. Wir gehen auf den Euro-US-Dollar. Was hat der gemacht? Und das wird wirklich ja so langsam hier so ein wenig langweilig. Und es ist nach wie vor eher der Markt, den ich meide. Wir hatten im britischen Pfund mal eine Überlegung. Wir hatten auch im britischen Pfund eine Zinsentscheidung. Da kam etwas über Bewegung rein.
Wir haben einen Trade hier im Livestream, beziehungsweise ich habe ihn im Livestream angekündigt oder am Devisenradar und habe ihn dann auch umgesetzt. Wurde allerdings leider Gottes ein kleiner Minus-Trade im britischen Pfund, weil einfach der britische Pfund und auch dann der Euro-US-Dollar. Wir waren hier noch oberhalb dieser 14,30 und mein Gedanke war es in der letzten Trading-Wochenanalyse, wenn der Euro-US-Dollar sich oberhalb dieser 14,30 weiter aufhält, dass es hier durchaus sein kann, dass wir dann doch nochmal irgendwie eine Long-Tendenz bekommen. Das war relativ zügig klar und dann eben leider Gottes auch im britischen Pfund, dass sich der Markt eben nicht dessen beugt und hier die Aufwärtsseite zeigt, sondern dass er hier einfach, und das war ja der Plan B, beziehungsweise das, was er in den vergangenen Wochen und mittlerweile in den vergangenen Monaten immer wieder gemacht hat, er rutscht unter diesen wichtigen 14,30er Bereich. Und das ist ja diese Kernzone, die wir in der Vergangenheit hier hatten. Diese 14,30 bis 13,30, das ist immer der Running Gag mittlerweile schon. Das klingt wie Uhrzeiten. Das sind einfach 13,30, 14,30. Das sind diese Phasen, wo der Markt sich in der Vergangenheit hier ständig drin aufgehalten hat. Und das hat er einfach in der vergangenen Handelswoche dann doch einmal mehr gezeigt. Er ist einfach dann wieder zurückgerutscht. Wir hatten ja hier so den Öffnungskurs, war noch knapp darüber, ist dann darunter und hat hier diese untere Grenze angegriffen und ist jetzt mit dem Schlusskurs ganz knapp darunter. Also hier natürlich eben hauptsächlich negativ, hauptsächlich abwärts tendierend mit dem Gedanken, dass der Markt eben auf jeden Fall Chancen hat, in 13,30 wieder zu laufen. Hätte man handeln können, habe ich nicht gemacht, weil Sideways Ranges sind nicht so mein Fall. So, und jetzt haben wir den umgedrehten Fall zur vergangenen Handelswoche. Vergangene Handelswoche waren wir oberhalb dieser 14,30 mit dem Gedanken, okay, wenn wir denn wissen, dass sich eben hier zwischen 13,30 und 14,30, ich zeichne es jetzt nochmal ein, mehr oder weniger eine Seitwärtszone abzeichnet, dann ist zum einen der Gedanke, dass der Markt eventuell erneut in diesen Bereich reinläuft und hier eben erneut seitwärts tendiert, was für mich nach wie vor dann uninteressant ist. Ja, lediglich 100 Punkte, das ist, man kann das mit Range-Strategien handeln, es ist nicht so zwingend meine Herangehensweise. Und der Kerngedanke in den letzten Wochen und Monaten war ja dann immer, wenn wir uns oberhalb etablieren, die Long-Seite, und wenn wir uns unterhalb etablieren, ich zeichne das hier nochmal mit einem zweiten Fall ein, und wenn wir uns unterhalb etablieren, entsprechend eventuell Gedanken auf der Short-Seite zu kreieren. So, und jetzt sind wir da drunter. Wir haben den Schlusskurs unter 13,30 gefunden. Man muss jetzt hier noch ein bisschen gucken. 13,00 war jetzt hier natürlich auch nicht ganz so unwichtig. Aber wenn der Markt idealerweise vielleicht Folgendes tut, das wäre jetzt so ein Gedanke. Wir sehen hier nochmal so leichte Erholungen und kommen dann wieder hier in den Bereich zurück. Dann wäre es auf jeden Fall unterhalb von 13,30 interessant, die Abwärtsseite mal aufzunehmen. Und das wäre das, was ich dann in der kommenden Handelswoche mal vorsichtig auf dem Schirm habe. Ja, erstmal in den Bereich 12,60 und dann als nächstes in den Bereich der Bewegungstief des vergangenen Jahres, die da in etwa an dem Bereich um die Marke 1,12 liegen. Also, die Abwärtsseite durchaus möglich, durchaus interessant, allerdings nach wie vor im Euro-US-Dollar, wenn man ihn handelt, wenn ich ihn handle, mit kleinerer Positionsgröße, weil einfach dieses Kuddelmuddel schnell dazu führt, dass der Markt natürlich wieder dreht. Ja, sehen wir ja, wir haben ja ständig V-Formationen hier im Markt. Ja, das ist ja kein richtiger Trend. Der Markt kommt runter, fängt mal an, Schwäche aufzubauen, geht direkt nach oben. Ja, das sind ja ständig hier V-Formationen, die auf kleineren und größeren Zeitebenen hier wirklich stattfinden. Keine saubere Folge höherer Hochs, höherer Tiefs, auf kleineren Zeitebenen ja, manchmal, aber auf der Zeitebene, wo wir jetzt hier aktuell analysieren, quasi der 4-Stunden-Chart, und das war ja hier, fing das ja quasi dann schon an, ja, dass ständig schnelle Richtungswechsel stattfanden, ja, und das muss man natürlich nach wie vor auf dem Schirm haben, dass man eben sagt, okay, ich bin hier vorsichtig, wenn dann doch mal wieder eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs hier sauber eintritt, ja, zack, und dann ging es ja hier auch dann wieder weiter, fallende Hochs, fallende Tiefs. Wenn das dann mal wieder eintritt, dann werden wir auch hier etwas aggressiver werden, wir werden mehr trendfolgend agieren, mit größeren Positionsgrößen wieder, aber nach wie vor, und das ist jetzt auch mein abschließender Satz zum Euro-US-Dollar, wir halten das nach wie vor kurz, ist der Euro-US-Dollar für mich nicht ganz so interessant. Etwas interessanter, schauen wir uns in den Livestreams entsprechend auch immer an, der britische Pfund oder andere Währungspaare, aber Euro-US-Dollar ist aufgrund dieser Shopee-Bewegungen, aufgrund dieser Seitwärtszone, aufgrund dessen, dass der Markt nach wie vor in diesem Bereich rumhängt, äußerst
uninteressant. Wir kommen zum Gold. Abschließend letzter Markt in dieser Trading-Woche-Analyse hier, der Goldpreis. Er bot vergangene Handelswoche zwei Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Trading-Woche-Analyse schon in diesem Maße dann kundgetan habe, aber auf jeden Fall am Anfang der Handelswoche im Devisenradar. Wir hatten hier so zwei Bereiche, die nicht ganz so uninteressant waren. Das war einmal der Bereich hier oben, wo so ein bisschen auf dem Goldpreis der Deckel drauf war. Und dann hatten wir hier unten im Prinzip so eine Folge auf kleinerer Zeitebene steigender Hochs und steigender Tiefs. Und es gab zwei Gedanken. Der Markt kann steigen, der Markt kann fallen. Der Markt kann sich prozyklisch weiter der Aufwärtsseite widmen. Und das war eigentlich der Gedanke, dass wir hier über diese Schiebezone kommen, um dann erneut in Richtung wenigstens der Bewegungshochs hier zu laufen, 13,26, beziehungsweise, dass wir eben erstmal in den 21er und dann in den 26er Bereich laufen, beziehungsweise sogar die Aufwärtsseite weiter sauber fortsetzen, weil das kannten wir ja bis dato vom Gold. Und da hatte ich dann auch mal einen kleinen Trade platziert, ja, auch hier mit relativ kleinem Risiko und war ein bisschen schlauer und wollte schlau sein, ja. Gut, man sieht das jetzt nicht, aber ich habe unterhalb der blauen Linien mal darauf gesetzt, dass der Break nach oben kommt. Führte dazu, dass ich in diesem kleinen Kuddelmuddel hier mit einem kleinen Stop wirklich den Stop um die Ohren bekommen habe und dann den Plan B, dass der Markt aus diesem Gewulst hier quasi nach unten ausbricht, dann eben leider Gottes nicht bekommen habe. Somit ein Trade, ein Minus-Trade und die positive Seite hier erstmal nach unten in Richtung 13,05, 13,00 beziehungsweise als drittes Ziel 97, was dann nicht erreicht wurde. Ja, das war ja dann hier unten dieser Bereich, der wurde dann nicht erreicht. Das war dann ein Trade, den ich zwar angesagt habe, aber leider Gottes nicht gehandelt habe. So, und was ist jetzt passiert? Wir sind wieder zurückgelaufen, sprich, wir sind quasi unverändert zur Vorwoche mehr oder weniger. Ja, wir sind hier wieder auf diesem Niveau, wo wir auch schon vergangene Handelswoche in etwa den Schlusskurs gefunden haben. Somit ist hier eigentlich nicht viel passiert. Der Markt hat sich da unten nochmal kurz auf gut Deutsch ausgekotzt und ist jetzt wieder in diesem Bereich rübergelaufen. Was jetzt hier aus der Woche ja schon entstanden ist, wir haben jetzt den Schlusskurs, das ist ja das, was ich gerade schon mal eingezeichnet hatte. Ich schiebe das mal ein wenig kleiner. Ja, dass wir das hier vielleicht so ein bisschen, Moment, so ein bisschen detaillierter sehen und wir können auf diesem Niveau hier durchaus unsere Analyse machen. Ich zeichne das jetzt mal ein und den Gedanken, den ich im Prinzip schon in der Woche mal kreiert habe. Wir haben hier diese Tiefpunkte, Moment, das muss ein bisschen dünner vom Zeichnen her. Moment, so, also, wir haben hier diese kleine Mini-Schiebezone, diese Tiefs hier, ja. Und dann hier unten diese Hochpunkte und auch diese Hochpunkte, die wir jetzt hier am Freitag im Prinzip nochmal kreiert haben. Diese Zone, man sieht das ja richtig, wie jetzt hier der Deckel drauf ist, wie der Markt einfach in der vergangenen Handelswoche dort nicht großartig drüber gekommen ist und jetzt eben auch am Freitag dort nicht drüber gekommen ist. Also massiver Widerstand und hier vorher war in diesem Bereich ja auch schon massiv Unterstützung. Hier, diese Punkte. Und wenn der Markt jetzt da drüber kommt, dann sehe ich wirklich durchaus gute Chancen, dass sich Gold weiter gen Norden bewegen kann, so wie ich dann eben auch schon die Idee hier mal etwas früher kreiert habe, wo ich dann eben ja, ein bisschen Pech hatte, weil der Markt wieder nach unten ging. Aber es ist natürlich jetzt genau der gleiche Gedanke aktiv, den ich dann auch verfolgen werde, wenn hier Stärke reinkommt. Und zwar, dass der Goldpreis wieder Stärke findet, dass der Goldpreis prozyklisch weiterläuft. Das ist ja nicht die einzige Bewegung. Wir kommen ja aus dem Bereich unterhalb von 1200, ja, in der aktuellen übergeordneten Aufwärtsbewegung. Und somit ist es natürlich hier durchaus denkbar, dass wir die Aufwärtsseite weiter fortsetzen. Und dann hier oberhalb in etwa des Bereiches um die Marke 1315, also 1315,70 beziehungsweise 1316 oberhalb dieses Bereiches ist es dann interessant, hier nach Aufwärts-Setups zu suchen in die entsprechenden Zielbereiche. Und wie gesagt, ich würde es hier nicht mal ausschließen, dass wir diese Hochbereiche hier eben anfangen zu durchschreiten und dann uns aufmachen in den Bereich 1335. Sollten wir allerdings hier unten bleiben, also diesen Bereich nicht durchstoßen können, ja, dann ist es hier, haben wir jetzt rot als Pfeil, genau, dann sind wir hier eben nach wie vor gescheitert zu diesem Widerstandsniveau und wir haben nach wie vor hier in dem Bereich 97, das ist hier so Pi mal Daumen, dieser Unterstützungsbereich aus der Vergangenheit, dann ist es übergeordnet denkbar, dass wir hier die aktuell laufende Abwärtstendenz um ein weiteres Tief erweitern, dass wir hier eben unter diesen 1300er Bereich, beziehungsweise war es ja sogar knapp drüber, wo der Markt gedreht ist, dass wir hier nochmal runterlaufen und die 97 anlaufen. Also 1300 nochmal kurz untergraben quasi, um dann in diesem Bereich idealerweise wieder Stärke zu finden.
was natürlich dann bedeuten würde. Und da müssen wir mal schauen, in wie schnell das gegebenenfalls vonstatten geht. Wenn das so stattfindet, dann werde ich natürlich meinen richtungsentscheidenden Bereich schon etwas anpassen. Müssen wir dann mal schauen, wie sich das Chartbild zeigt, dass man dann sagt, okay, man nimmt dann hier schon dieses alte Tief und hier diese kleine Schiebezone eventuell als einen richtungsentscheidenden Bereich und dann würden wir natürlich schon etwas eher anfangen, dann gegebenenfalls auf diese Weiterführung der Longseite, der Aufwärtsseite natürlich zu setzen. Das sind natürlich Dinge, die ich jetzt immer in der Art und Weise nicht, also in Anführungszeichen vorhersagen kann ich eh nichts, aber die ich natürlich so in diesem Umfang nicht planen kann. Aber das sind dann meine Denkweisen, die sich natürlich Stunde für Stunde, Tag für Tag fortsetzen. Ich muss die Bereiche anpassen. Aktuell ist es in etwa der Bereich um die Marke 1317, der da richtungsentscheidend ist. Darunter könnten wir weiter Schwäche sehen, darüber erneut Stärke. Das sind so die Kerngedanken im Gold. Und das werden wir uns dann natürlich in den täglichen Livestreams ebenfalls anschauen, um dann hier dem Preis weiter zu folgen. Und ich denke mal, es ist hier auf jeden Fall aktuell nicht auszuschließen, dass wir hier auch erstmal Stärke sehen. Das wäre der Gedanke, der mir schmeckt. Und das wäre der Gedanke, der mir dann eben auch Geld bringt und den einen kleinen Fehltritt, den ich letzte Woche im Gold hatte, natürlich dann um Welten wettmachen kann und ich dann dieses kleinen Verlust in einen schönen Profit wandle. Und das werden wir uns anschauen und mal schauen, ob das in dieser Art und Weise dann auch funktioniert. Ich wünsche euch für die kommende Handelswoche erstmal Good Trades und Mega Trading. Würde mich freuen, wenn ihr entsprechend in den Livestreams mit dabei seid. Früh um 8.50 Uhr, DAX lang, long oder short, um 15.45 Uhr, die US Opening Bell. Jeweils schauen wir uns am Morgen mehr den DAX und die europäischen Märkte an und am Nachmittag dann natürlich der Blick auf die US-Märkte. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin euch alles Gute, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.